Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir stehen hier mit Gorn im Durchgang zur freien Mine. Da sind ja die ganzen Gardisten rein und wollen da weiter Erz schürfen. Wer wir das nicht so toll finden, gehen wir da rein und prügeln sie wieder raus. Ja, und wir haben von Wolf auch eine Aufgabe bekommen in der freien Mine. Dort sollen ja ganz fette Minecrawler sein. Und er will gerne, dass wir dort die jagen und Panzerplatten besorgen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Der hat mir das, glaube ich, nicht gesagt. Lass mal gucken. 9 Lager. Nee. Er hat nicht gesagt, wie viele. Das heißt, wir holen alle. Und die Suche nach dem Ulumulu setzt sich auch in der freien Mine fort. Dort ist nämlich wohl ein Orksklave, den wir suchen. Der Freund von Urshak. Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Die kennen wir schon. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Naja, ja, machen wir mal. Ich sehe aber hier nichts. Ich sehe ja absolut gar nichts. Aber das macht nichts. Denn es sind ja nur zwei. Warte mal, sind da noch zwei? Ja, oh, da sind noch mal zwei. Komm ran. So, und jetzt? Ich hatte ja schon mal letzte Folge das erwähnt. Die Gardisten sind ja über einen Bergpass gekommen, ne? Und der Plan von... Wo ist denn jetzt Gorn? Der Plan von Gorn und dem anderen Söldnern ist ja, hey, wir machen jetzt die Gardisten weg und danach machen wir den Bergpass zu. Und er hätte gesagt, Leute, macht einfach den Bergpass zu und lasst sie nicht mehr aus der freien Mine raus. Da verhungern die einfach. Weil der müsste ja hier, da oben, Entschuldigung, da oben rechts müsste der ja sein. Woanders geht ja eigentlich gar nicht lang, oder? Gut, und meine Hoffnung ist auch, dass jetzt hier, dass ich mir Okils Axt nehmen kann. Wenn denn, da sind sie. Hier ist die freundliche Wache. So, Gorn. Ach, der hat sich schon wieder verlaufen. Na dann. Naja, er bleibt schon wieder hängen. Komm. Das ist nicht so hoch, die Stufe. Na also. Dann gehen wir mal weiter. So. Och Mensch, Gorn. Komm schon. Das gibt's doch nicht, dass der jede einzelne Ecke mitnehmen muss. Das wäre, als hätte der einen Magnet im Fuß und da wären immer Metalle in den Ecken. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Ja, ich habe eine bessere Idee. Denn der Söldner liegt hier und ich sehe überall Leichen. Ich plündere erstmal alles, was hier rumliegt. Dann haben wir nämlich wieder genug zum Handeln, um alle möglichen Sachen zu bezahlen. So. Außerdem haben die richtig schön alle Kohlen. So, Swiney und Bandit. Da unten sind die drei Typen, die Wand angucken. Ja, die interessieren uns gerade noch nicht. Uns interessiert gerade die Beute hier. Guck dir diese unheimlich lange Liste an, die sich da immer wieder aufschlägt. Hui, hui. Und da ist noch ein Söldner. Geld. Nice. Was kann man eigentlich mit den Münzen machen? Ein Mensch will ja Münzen haben. Vielleicht kann man die noch irgendwann irgendwem abgeben oder so. So, jetzt gleich kommt es zum wichtigsten Söldner hier. Okül. Der hat ja die richtig fette Axt. Dann gucken wir mal. Warte. 96 Schaden. Junge, Junge, Junge. Wir haben 79. Das sind plus... Steht hier nicht dran? Normalerweise steht es doch dran. Hä? Also 11, 17 sind's. Plus 17 Schaden. Ui. Ui. Das ist eine dicke Axt. Die passt gut. Die passt richtig gut. Conan der Barbar. Hatte der nicht auch so eine Axt damals? Hab ich nur einmal geguckt. Wobei eine Doppelaxt an sich ja sehr gefährlich ist zu führen, ne? Ich weiß nicht, ob einer von euch mal Holzhacken war.
Also so Feuerholzspalten. Da braucht man eigentlich nur vorne eine Klinge. Also man hat ja auch schon mal, ne, dass man dann hinten ausholt. Da ist so eine zweite Klinge, die die dann in den Rücken. Das ist nicht so klasse. So, Baloro, hast du noch all unseren Kram? Der hat noch all unseren Kram. Guck mal, und deswegen hat es mich nicht gestört, dass wir dem die ganzen Sachen gegeben haben. Denn ich wusste, irgendwann kriegst du dein Fett weg und wir unsere Sachen zurück. Haben sie doch keine Party gefeiert. So, aber irgendwo hier, genau da, sind doch noch Banditen in den Hütten gewesen. So. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier im Kapitel 4 bei dieser Stelle im Spiel nicht viel Geld haben sollte, dann lohnt es sich, einen kurzen Besuch hier abzustatten, denn wie ihr seht, eine Menge Kram bekommt man, der eine Menge Geld wert ist. Sehr schön. Also, dann gehen wir mal runter und sagen den Gardisten Hallo. Mal gucken. Aber ich sollte vielleicht volles Leben haben dafür. Oder? Brot habe ich ja eine Menge. Fressen wir ein bisschen Brot. Vor allem das alte Model im Vergleich zu dem hier. Dieses Brot sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Kann sich jemand noch an den alten viereckigen Kasten erinnern? Ja, ja. So, speichern wir mal. Hallo. Sieh mal einer an. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern, gehören. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Ey, ey, ey! Ach du Scheiße! Das habe ich dumm gemacht. Das müssen wir nochmal machen. Vor allem, so viel Ärger gemacht. Leute, ich habe eure Mine von den Minecrawlern befreit. Ich habe hier gar keinen Ärger gemacht, klar? So, Jekyll. Ja, ja, ja. Los, wir machen ihn. Kennen wir alles. Ja. Dann fangen wir mal hier an, ne? Das sind Sieger. So sehen Sieger aus, Leute. Seht ihr das? Genau so. Wunderbar. So, und jetzt der noch. Kein schönes Geräusch, aber... Was habt denn ihr da für Schwerter? Gardistenhand. Die sieht übel krank aus. Knochenbrecher und ein paar andere Sachen. So, wo bleibt denn jetzt Gorn? Ah, der kommt wahrscheinlich gleich. So. Dann sammeln wir mal hier noch die restlichen Sachen von den Söldnern ein. Meine Güte, ey. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine Tonne Heiltränke. Also, Gardistenhand, wo ist sie denn? Was? 59 Schaden? Für eine Einhandwaffe? Ziemlich krank. Und die schwere Armbrust, die ich bei Wolf gekauft habe, habe ich hier jetzt nochmal bekommen. Best investierten 2000 Erz. Direkt ein paar Meter weiter findet man die gleiche Waffe. Ne? So ist das doch klasse. Du kaufst was, nur damit es direkt darauf wieder unnütz wird. Gorn? Alles gut bei dir? Gorn? Hä? Ah ja. Ich hörte dich kämpfen, da bin ich sofort hinterher. Ein alter Bekannter, aber die Rechnung ist beglichen. Gut, öffne du das Tor, ich pass hier auf. Ah ja. Warte, vorher nehmen wir aber mal... Weißt du, was noch richtig geil wäre in Gothic? Oh, ein Favoritenmenü wie in Skyrim. Das wäre doch was, ne? So eine Schnelltaste, wie es bei den Zaubern ist, dass man auf Taste 4 zum Beispiel den Dingens benutzen kann. Finger weg, Freundchen. Du hast gesagt, ich soll das aufmachen, Mann.
dass auf Taste 4 dann nicht ein Feuerball ist, sondern ein Heiltrank. Sorgon, bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit, jederzeit. Ich bin bereit. Mein Kaffee ist alle. Aber das macht nichts. Ich hatte mir extra... Oh! Ach du Kacke! Der hat mir aber richtig abgezogen. Huiuiuiuiui. Alle mit Armbrüsten! Vorsichtig! Ah. Nein! Nein! Meine Fresse! Das ist ja richtig gefährlich. Warte, habe ich was, was mich vor Pfeilen schützt? Natürlich nicht. Stücke eines Eisgolems? Was? 478 Mana-Punkte? Naja, dann. Also ich habe mir hier noch so einen schönen Dr. Pepper Sherry im Halloween-Design geholt, warte. Hatte ich eigentlich für Outlast genommen, geholt, aber ich habe nicht mehr als 26 Minuten aufnehmen können. Das war säftig. Da brauche ich eine Pause. Das Spiel ist nicht so wirklich was für mich. Aber wir spielen es weiter. So. Jetzt reicht's aber. Oh Mann, ey! Okay, der trifft mich nicht. Tränke, Tränke, Tränke. So, damit er gleich nicht wieder hier kommt. Der mit der Armbrust. Der ist erledigt. So. Den hier auch? Das wird dir noch leid tun. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gorn, kümmerst du dich um den? Dann mache ich den hier vorne. Sehr gut. Da hat er doch mal was Schönes gemacht, Herr Gorn. So. Dann, ich brauche mal eine Fackel. Ich denke, wir werden Lichtzauber gleich anwerfen. Problematisch ist nur, wenn ich Lichtzauber anwerfe und lade, dann ist er weg. Das heißt, ich speichere jetzt gleich und dann schmeißen wir den Lichtzauber. Was? Wo kommt denn die Armbrust her? Da! Den habe ich ja ganz übersehen. Nee. Verdammt. So haben wir nicht gewettet, du. So. Also, jetzt brauche ich mal eben kurz meine Fackel. Wo ist Gorn eigentlich? Gorn, hast du den richtig abgemurkst, oder? Ja, aus irgendeinem Grund. Das ist aber ein komischer toter Gardist. Ja. Kommst du dann wieder rüber? Warte mal, ich probiere Folgendes. Ich gehe hier vorne hin. Ich speichere und ich lade. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch Leben voll machen. Und dann können wir weiter. Klasse. So muss das so laufen. Ach ja, ich wollte ja einen Lichtzauber anmachen, ne? Speichern. Hier sind die Lichtzauber. 7. Wunderbar. So sieht man doch klasse. Also sehr gut. Oh, oh, Armbrust. Au. Dass die so viel Schaden machen müssen. Meine Herren. Wo ist deine Armbrust da vorne? Na, wir wollen ja hier auch gut Dingens rausholen, ne? Kohle. Wobei, guck das mal an, 180 Tränke. Ich glaube, ich werde nie wieder Geld brauchen. Ich habe auch eine richtig fette Waffe. Da hat sich einer in den Tod gestürzt, okay. Und hier oben sind wahrscheinlich Wachen mit Buddlern. Bearbeitet wer. Muss noch was erledigen. Ah ja. Sag mir nicht, Gorn haut den jetzt um.
Oh Mann, der arme Kerl. Okay. Was hat der dir getan? Meine Herren. Gorn. Ganz schön brutal. Weiter geht's. Das hier sieht aus wie in einer alten Mine. Leitern. Ich dachte jetzt, das wäre wie der Aufgang da, wo es zu Aleph geht. Wisst ihr noch? Gorn, kommst du runter? Kommst du runter? Ich weiß, du hast oben den Bungee-Jump gemacht, aber... Oh, der ist schon zu Gange da unten. Ich komme, Gorn. Alter Schwede. Was ein Tank. Brauchst du überhaupt meine Hilfe? Nur beim Abstechen vielleicht. Aber war nicht noch irgendwo einer? Was sind wir denn da? Ein Essenz und einmal Geschwindigkeit. Hä? Ich höre hier immer wieder Gardisten fallen. Weirde Scheiße. So, Gorn, kommst du da noch aus der Ecke raus? Gorn? Gorn? Mein Plan? Der hier. Nein, ich Idiot! Ich hab meinen Lichtzauber weggemacht. Naja, selber schuld. Gorn, komm ran. Weiter geht's. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da sind die Gegner! Hui! Vorsichtig! Vorsichtig! Wo kam der Bolzen her? Da oben! Da oben! Oh nein! Okay, dann stechen wir eben ab. Autsch! Au! Verdammt nochmal! Das tut weh! So, bald habe ich keine Klappe von den kleinen Tränken mehr, das ist gar nicht schlecht. Von denen muss ich nämlich literweise saufen, damit die irgendeinen Effekt haben. Also, bevor der mich da immer auf der Leiter wegballert, baller ich jetzt zurück. Ich treffe nicht. So. 300. Gorn. Okay, Gorn geht los. Dann, ich gehe mal hoch, ne? Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, heißt es alles oder niemand. Das bedeutet, die gesamten Buddler hier, die mitgekommen sind, müssen leider auch dran glauben. Kann ich denn überhaupt... Ich kann die da hinten anvisieren, aber ich kann die nicht treffen. Aber ich weiß, womit ich, Entschuldigung, die treffen kann. Ich habe hier doch noch... Wo ist er denn? Feuersturm. Da brauchen wir ein bisschen Mana. Feuersturm auf der 8. Und ab dafür! Und nochmal! Ja, er bewegt sich nicht mehr, das ist richtig. So wie der da. Da oben haben wir noch einen. Hat eigentlich einer von euch einen Orksklaven gesehen? Ich suche einen Orksklaven. Du? Orksklave? Kann ich mit dir reden? Guck mal, so macht man das. Los. Ab an den Brocken. Ab an den Brocken. Wer nicht hören will, muss fühlen. So. Dann mal wieder runter hier. Der hat ein Brot und ein Bier. Nice. Bier ist immer gut. Wirklich, Bier ist immer gut. Und der hat noch einen Knüppel und einen Apfel. Naja, ist auch okay. Gorn? Entschuldigung, ich bin gerade durch dein Gesicht getrampelt, das war keine Absicht. Hier sind noch eine Menge Schatten. Warum treffe ich die nicht? Da ist noch ein Buddler.
Die Schatten stehen da einfach nur rum. Und gucken in die Weltgeschichte. Du machst das schon. Na, 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 na. Wenn, dann musst du aber auch alle, ja? Souverän gemeistert, Junge. Oh. So, bist du bereit? Bam! Der wurde richtig im Kreuz abgestochen, der arme Kerl. Overkill. Hier kann man sich wenigstens wehren in dem Spiel, Mann. Ah, das sind die traumatischen Erlebnisse von gerade schon wieder alle vergessen. Wie gesagt, ich komme aus einer Outlast-Aufnahme. Ganz schön schräges Spiel. Ganz schön ekliges Spiel. Was ist das denn? Ein Trank. Naja. So. Da mal rein hier. Hoch hier. Da war der Buddler, den ich weggeballert habe. Und hier der Gardist. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Da geht's noch hoch. Moin. Und tschüss. So. Damit sind wir durch. Wobei, nee, da vorne war noch ein Gang. Wir sind noch nicht durch, wir müssen noch rein. Komm! Wir müssen noch da vorne durch den Gang, denke ich, und dann sollten wir fertig sein. Wo ist er denn? Komm! Kommst du mit? Sehr gut. Auf in den Kampf! Ist ganz schön dunkel hier. Oh, mein Lichtzauber ist aus. Der kostet nur ein Mana. Das ist ja mega nice. Krug. Mhm. So. Da sind also die Minekrabbler. Warrior. Ein Krieger also. Mit zwei Panzerplatten. Eines Minecrawler-Kriegers, wollte ich gerade sagen. So. Und hier ist... Da sind noch mehr. Sehr gut. Komm ran hier. Hauch mich nicht an. Aber nee, warte mal. Ich gehe mal lieber wieder dahin. Nicht, dass ich mich jetzt verlaufe. Also. Da längs. Da oben sitzt ein... Orksklave. Den suchen wir wahrscheinlich. Und da sind noch mehr Minecrawler. Dann machen wir die mal kurz weg. Nicht, dass die gleich da rüberkommen. Ich denke, die Radisten haben wir alle erledigt, aber im Zweifel, wir sind ja noch nicht fertig hier. Gehen wir jetzt erstmal und reden mit dem Freund von Urshak. Guten Tag. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Ja, ich hab einen Heiltrank, ne? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Okay, also, da unten waren die Gahluk. Ich denke, er meint die hier. So, dann gehen wir doch mal hier dem Ding auf den Grund. Hier vielleicht? Nein. Wir brauchen also Medizin für ihn. Einmal Paracetamol. Ein altes Schwert. Und eine Fackel. Ne, hier unten ist nichts. Oh, da! Da ist noch einer. Upp. Entschuldigung. Oh ja. Das macht der Dr. Pepper. Der will gerade einfach wieder raus. So. Hier ist auch nichts. Wo hat er denn... Ah, da! Der schnellen Heilung. 30.
Vielleicht ist er das. Aber das wär mega dumm. So, hier war ich gerade. Geht's da oben hoch? Yo! Hier ist die Orkmedizin. Und, was war das? Die Gabe der Götter? Wirkung unbekannt. Aber die gucken wir uns doch mal an, ne? Also Orkmedizin. Das ist aber eine gemeine Medizin. Ich meine, es gibt ja wirklich Medizin, die ultra eklig schmeckt. Irgendwelche komischen Tropfen oder so. Ne? Aber das? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. So. Dann haben wir aber jetzt den Trank der schnellen Heilung und die Medizin. Oh, dann geben wir immer eins von beiden, je nachdem, was richtig ist. Ich schätze mal die Medizin. Auch wenn die mich tötet. Da. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ortantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Vor allem, jetzt mal auf die Erfahrung gesehen, ne? Wir gehen, ich vergleiche jetzt mal, wir gehen zu Dexter. Rennen für den über die halbe Kolonie, besorgen ihm ein Rezept, wofür wir ziemlich lange brauchen, bringen es ihm zurück, kriegen 50 Erz, irgendeinen anderen Kram und sage und schreibe 350 XP. Hier, wir treffen irgend so einen Billo-Org, sagen, hey, ich hol dir deine Medizin, 2k XP. Dann gehen wir und finden die Medizin, die ist 5 Schritte weiter, geben die Medizin, nochmal 2k XP. Also, was kann hier nicht richtig sein? So. Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Okay. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Krass, dieses eine Auge da, ey. Das guckt einen richtig durchbohrend an. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Mein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Du mir geholfen, also ich dir helfen. So, jetzt müssen wir noch fragen, was das alles für Sachen sind. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Okay, ich glaube, ich weiß, wo das Sand bei Meer ist. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Hm. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Und? Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Okay, Sumpfhai weiß ich, wo ich die finde. Was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Okay, also wir haben Troll müssen wir besorgen. Schattenläufer, eine Feuerechse, wie er sagt. Und, ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Schattenläufer, Troll und Feuerwaran. So, dann gehen wir jetzt noch hier gucken, was hier ist. Gorn ist ja irgendwo abgehauen. Das ist aber nicht schlimm. So, da ist noch ein Trank. Trank der schnellen Heilung. Schon wieder unten Schinken mit einem Buch Astronomie. Ah ja. Dann müssen wir wohl mal hier runter. Da sind noch ein paar von den Minekrawler. Hallo. Jetzt gibt's ein paar auf die Nuss. Komm ran. Haha. So.
Ja, wir haben ja hinten vorne alles gemacht. Hinten vorne, ja genau. Wir haben ja obenrum alles gemacht, wo die Gardisten waren. Das heißt, jetzt müssen wir noch... Alter, wie viele Pilze sind denn hier? Und wir können nur ein paar davon einsammeln. Wenn man so mal die Pilze im Wald sammeln könnte, ne? Aber die S-Bahn, ne? Nicht hier, also die sehen jetzt alle nicht so lecker aus. Das wäre ja mal cool. So. Ja, ja, ich höre dich. Aber er sieht mich nicht, wie es aussieht. Dummkopf. Kommen wir hier zu noch einer Minecrawler-Königin? Das sieht hier richtig krank aus, der Gang. Oha. Wie tief geht das denn hier? Okay, hier ist nichts. Okay, jetzt hört sie wieder auf. Ne, da vorne sind noch Dingens. Entschuldigung. Da vorne sind noch... Ach, wir sind wieder im Eingang. Mensch, Gorn, dich habe ich ja vermisst. Ja, dann sind wir durch, ne? Haben wir die Mine freigekämpft. Schön. So, das bedeutet, wir können auf jeden Fall schon mal rausgehen. Dann haben wir die Mine komplett abgeschlossen. Und nächste Folge können wir dann auf die Suche gehen von den Sachen. Und ich weiß auch schon, wo wir da hingehen können. Das werden wir dann alles nächste Folge besprechen. Erstmal raus hier. So. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ja, jetzt ist hier die Ein-Mann-Armee, du. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Ja, das ist so ein Plan. Bis später. Ist hier eine Fackel irgendwo, oder mach ich dir die an? Ja, da, komm, ich mach dir mal die Fackel an. So, dann ist es auch nicht ganz so dunkel. Ich glaube, ich habe da vergessen, Schürfer zu looten. Yes. Also, wie gesagt, freie Mine ist wieder frei. Wir müssen nächste Folge auf Jagd gehen, um ein Ulumulu zu bekommen. Und wo wir alle möglichen Tiere finden werden, das wisst ihr wahrscheinlich alle, erklären wir aber nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.